is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Nur ein Weg ist sicher. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Was soll ich sagen, um das Volk Gottes, die übrigen aufzurütteln? Ich warne alle, die sich zum Namen Christi bekennen, sich selbst gründlich zu prüfen, damit sie im Voraus gerichtet werden können und der federführende Engel neben ihrem Namen Vergebung eintragen kann. Mein Bruder, meine Schwester, wenn du diese kostbaren Augenblicke der Gnade nicht nutzt, wirst du keine Entschuldigung haben. Wenn du dich nicht zusammenreißt, um aufzuwachen, wenn du nicht eifrig um Reue bemüht bist, werden diese goldenen Augenblicke bald vorüber sein. Du wirst in der Waage gewogen und zu leicht befunden. In der Mahnung zu wachen und zu beten hat uns Jesus den einzig sicheren Weg gezeigt. Wir müssen wachsam sein. Unser eigenes Herz ist trügerisch. Wir sind von menschlichen Schwächen und Gebrechlichkeiten umgeben, während Satan fest zur Zerstörung entschlossen ist. Wir sind vielleicht manchmal nicht auf dem Posten, aber unser Feind legt nie die Hände in den Schoß. Lasst uns, da wir seine unermüdliche Wachsamkeit kennen, nicht schlafen wie die anderen, sondern nüchtern und wachsam sein. Wir müssen uns mit dem Geist und den Einflüssen der Welt auseinandersetzen. Doch dürfen sie unser Denken und unser Herz nicht in Besitz nehmen. Erforsche dein eigenes Herz gründlich, als stündest du im Lichte der Ewigkeit. Verbirg nichts, untersuche alles. Suche, ja suche, als ginge es um dein Leben und verurteile dich selbst, geh mit dir selbst ins Gericht. Und dann beanspruche im Glauben das reinigende Blut Christi, um die Flecken von deinem christlichen Charakter zu entfernen. Schmeichle dir nicht und rechtfertige dich nicht. Sei dir selber gegenüber ehrlich. Und dann, wenn du dich selbst als Sünder erkannt hast, wirf dich ganz und gar zerbrochen zu den Füßen des Kreuzes nieder. Jesus wird dich annehmen, so schmutzig wie du bist. Er wird dich in seinem Blut waschen und von allem Schmutz reinigen. Es wird dich für die Gesellschaft der himmlischen Engel tauglich machen. Dort gibt es keinen falschen Ton, in einem reinen, harmonischen Himmel keinen Missklang. Alles ist gesund, glücklich und voller Freude. Diese Welt ist eine Vorschule auf die höhere Schule dort. Dieses Leben ist die Vorbereitung für das Kommende. Hier sollten wir uns auf den Eintritt in die himmlischen Höfe vorbereiten. Hier sollen wir die Wahrheit annehmen, glauben und ausleben, bis wir vollendet und fertig sind für ein Heim, in dem die Heiligen im Licht leben. The Lord.